Bier geht eigentlich immer, sollte man meinen, auch in schlechten Zeiten. Und doch kämpft Ulrich Martin gerade ums wirtschaftliche Überleben. Vor 12 Jahren hat er die kleine Privatbrauerei im Schonunger Ortsteil Hausen gekauft und seitdem kräftig investiert. Klar, dass er zum Abbezahlen seiner Schulden auch Einnahmen braucht, aber die sind gerade zu einem Gutteil weggebrochen. Wir arbeiten weiter in der Brauerei und werden die Versorgung sicherstellen, dass die Leute heim ihr Bier trinken können. Das Fassbier, das wir abgefüllt haben für unseren eigenen Betrieb und für unsere Gaststätten, Hotels, die wir beliefern, steht bei uns im Keller. Und ich hoffe, es kann abgerufen werden, bevor es zu spät ist. Um die 5000 Maß Bier warten hier darauf, getrunken zu werden. Bis Ende Mai müsste das geschehen, sonst war's für den Kanal. Denn die Gastronomie hat Zwangspause. Auch die Mitarbeiter der eigenen Brauereigaststätte hat Martin in Kurzarbeit geschickt. Hier geht gewöhnlich das meiste Bier über die Theke. Den Corona-bedingten Totalausfall in der Gastronomie hat die Wernecker Bierbrauerei nicht verkraftet. Das Familienunternehmen mit 400-jähriger Tradition macht Ende September dicht. Wir als Familie sind jetzt, also mit mir, die 6. Generation, die den Betrieb leitet. Und Mitarbeiter, die hier arbeiten, seit sie ihre Lehre hier gemacht haben, die länger im Betrieb sind, als ich auf der Welt bin. Und denen mussten wir jetzt die Kündigungen übergeben. Eine Verschuldung kam für die Wernecker nicht in Frage. Gleichzeitig wollen sie ihre Brauerei nicht wie Sauerbier verhökern. Wir möchten nicht, dass ein Konzern kommt, dann sein Bier in eine Flasche füllt und tut, als wäre ein kleiner mittelständischer Betrieb und den echten mittelständischen Betrieben damit den Umsatz wegnimmt. Und lieber schließen wir hier und verkaufen alles einzeln, als dass wir das unterstützen, wogegen wir all die Jahre versucht haben zu kämpfen. Der Brauerverband rechnet schon jetzt im Schnitt mit 50% Verdienstausfall. Die staatliche Soforthilfe ändere daran wenig und die Kredite seien für die Brauer hochriskant. Ich muss es ja zurückzahlen. Ich weiß ja gar nicht, wie das Geschäft dann läuft. Und dann soll der Unternehmer noch in die persönliche Haftung dafür gehen. Und wir können ja das Bier, das jetzt nicht getrunken wird, das wird im Mai oder im Juni nicht doppelt getrunken. Nun hofft der Verband, dass die Kundschaft eher die regionalen Brauer unterstützt, als, wie Pritzel es nennt, eines dieser Fernsehbiere zu kaufen. Ade, tschüss.